أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد. Alles Lob gebührt Allah subhanahu wa ta'ala, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, dem Herrscher am jüngsten Tag. Und Frieden und Segen sei auf dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen sei auf das beste Geschöpf von den besten Menschen, auf den Propheten alaihi salatu wasallam. Frieden und Segen sei auf seine Familie, seine Gefährten und jene, die ihn folgen werden bis zum Tag der Auferstehung. Bis zu dem Tag, wo jeder Mensch vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen wird. Bis zu dem Tag, wo die Waage aufgestellt wird, bis zu dem Tag, wo wir versammelt werden, wo unsere Taten offenbart werden, bis zu dem Tag, wo mit dieser Erde ein Schluss ist und das ewige Leben beginnt. Entweder ewig in Freude oder ewig im Leiden. Gemäß dem, was wir getan haben und gemäß dem, liebe Geschwister, was wir hinter uns gelassen haben. Wie ich gerade erwähnt habe am Anfang, ich werde einen Punkt ansprechen bezüglich des Verhaltens des Muslims als Gast in einem Ort. Nicht als Gast in einem Haus, nicht als Gast in einem Besuch. Ich rede als Gast wie hier, Gast in diesem Land. Weil, liebe Geschwister, es bringt nichts immer, über gewisse Dinge zu sprechen, allgemein, und mit dem Finger auf andere zu zeigen und sagen, ihr seid schuld. Oder du trägst die Schuld, warum das so ist, wie es ist. Das geht nicht. Weil wir müssen immer eine Regel betrachten und wir sagen das öfters. Wenn du mit dem Finger auf einen zeigst und du sagst du, dann zeigen ein, zwei, drei Finger auf dich und sagen du. Das musst du immer im Kopf behalten. Wenn du immer den anderen tadeln möchtest über die Situation, die du gerade hast, über die Lage, in der du gerade steckst, bevor du deinen Lehrer anmachen möchtest, deinen Arbeitgeber, Professor, was auch immer, denk erstmal darüber nach, ob vielleicht nicht der Fehler an dich liegt. Bevor wir sagen möchten, ja, uns Muslime geht nicht gut hier oder wir haben die und die Probleme oder gewisse Leute, wir werden nicht gewiss akzeptiert und du sagst, ihr seid schuld, kann es sein, dass wir schuld sind. Weil, liebe Geschwister, derjenige, der sich Gottesergebener nennt, weil ein Muslim ist ein Gottesergebener. Das ist das Wort Muslim. Ich weiß, viele sagen Islam gleich Frieden und hat einen Ursprung vom Frieden, aber die wahre Bedeutung von dem Wort ist Al-Islam, ist die Ergebung. Al-Islam huwa al-Islam. Der Islam ist die Ergebung. So wird es im Islam, wenn du Islam studieren gehst und wenn du die Gelehrten der Akhida vor dir hast, Gelehrten der Glaubensgrundlagen, und du sagst, mehr mein Al-Islam, was bedeutet Islam? Die werden dir nicht sagen Salam. Die sagen nicht ma'nahu al-Islam, Salam. Die sagen al-Islamu lillahi ta'ala. Die Ergebung für Allah subhanahu wa ta'ala. Bitawhid, mit der Einzigkeit. Und die Unterwerfung in Gehorsamkeit und die Entfernung von Beigesellung. Und wir haben gesagt, wir reden heute über Charakter. Lasst euch eins sagen, liebe Geschwister im Islam. Der beste Charakter, als allererstes, der beste Charakter gehört zu dem Mensch, der den besten Charakter hat zu Gott. Der den besten Charakter hat gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Indem der ihn nichts beigesellt. Indem der versucht, das zu machen, was Allah ta'ala uns befohlen hat. Indem der versucht, sich so zu verhalten, wie Allah subhanahu wa ta'ala uns das gezeigt hat. Weil das ist der wahre, beste Charakter. Warum? Weil die Schöpfung darauf basiert. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Und ich habe die Djinn und die Menschen erschaffen, um nur mir allein zu dienen. Trotz dessen, liebe Geschwister, haben wir einen gesellschaftlichen Charakter. Bestimmt, liebe Geschwister, besteht ein Charakter in der Gesellschaft. Wie gehe ich mit Mitmenschen um? Wie gehe ich mit Nachbarn um? Wie gehe ich mit den Nicht-Muslimen um? Wie gehe ich mit dem Bruder um? Wie gehe ich mit der Schwester um? Wie gehe ich mit Mutter, Vater? Wie gehe ich mit meinem Lehrer um? Wie gehe ich mit meinen Menschen, die um mich herum sind? Mit dem ich lebe? Mit dem ich etwas teile in einem Ort? Wie gehe ich damit um? Und fragen wir uns, wie sich die Gottesergebenen umgehen. Diese Gottesergebenen, liebe Geschwister, die wir kennen auf der Straße, die auch den Islam repräsentieren, die auch den Islam nach außen zeigen, die Mädchen und die Jungs, die sich Muslime nennen und den Islam repräsentieren und einen Charakter haben, liebe Geschwister, wo man am liebsten wegschauen will. Aber wir unter uns dürfen nicht wegschauen.
Wir dürfen nicht wegschauen. Wir können nicht sagen, die benimmt sich schlecht, er benimmt sich schlecht und ja, lass, der ist sowieso Jahil, der ist unwissend, er hat keine Ahnung, der trinkt Alkohol, der macht das, der schlägt, der betrügt, der macht jenes, diese Schwester macht das und so. Egal, die sind Juhal, die sind unwissend. Nein, das ist nicht vom Glauben. Der Prophet Mohammed, Frieden und Segen sei auf ihm, hat gesagt, nein, Hadith, liebe Geschwister, der ist sahih, der ist authentisch. Sagt der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, keiner ist eher gläubig, bis er das wünscht für seinen Bruder, und das gilt auch für Schwestern. Bis er das wünscht für seinen Bruder, was er für sich selbst wünscht. Ich gönne mir das Paradies, ich gönne dir das Paradies. Ich gönne mir guten Charakter, ich gönne dir guten Charakter. Ich gönne mir Glauben, ich gönne dir Glauben. Ich gönne mir gute Taten, ich gönne dir guten Taten. Ich gönne mir, die Schwester gönnt sich das Hijab, ich gönne dir den Hijab. Das ist, liebe Geschwister, wahre Geschwisterlichkeit. Du hast den Weg gefunden zum Islam, du hast den Weg gefunden, sich korrekt zu verhalten. Du hast den Weg gefunden zu Allah. Dann gönnt diesen Weg auch den anderen Muslim, der diesen Weg noch nicht gefunden hat. Reicht die Hand. Wir reichen die Hand. Auch zu den Leuten, die heute nicht hier sind. Weil vielleicht spreche ich heute Dinge an, die sprechen euch nicht an. Vielleicht seid ihr nicht von diesen Leuten. Aber ich bin mir sicher, jeder Einzelne von euch, jeder Einzelne, kennt einen Bruder oder eine Schwester, die sich Katastrophe verhalten, nicht nur gegenüber der Gesellschaft, gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Jeder Einzelne von uns kennt bestimmt eine Person. Liebe Geschwister, da brauchen wir nur in YouTube zu gehen, einzugeben, ein Wort, zwei Wörter, Gangster, irgendwas. Dann werden wir sehen, was Sache ist. Dann wird ihr sehen, wer führt. Und das wissen wir alle. Wer die dummsten Videos macht, wer die asozialsten Sprüche hat, wer die schlimmsten Verbrechen vielleicht begeht, wer sich aufführt und dann das auch auf Islam basiert. Ich gebe Stichwort, Alpha-Jacke. Das haben vielleicht viele gesehen im YouTube. Muslim, ein Muslim, der sich auch Muslim nennt in dem Video. Und der schimpft auf Nicht-Muslime und auf Deutsche und nennt sie Opfer. Dabei ist er selber ein Opfer. Dabei ist er selber ein Opfer, glaub mir. Er ist selber, weil er ist Opfer in dem, was er sagt. Er hat verloren in dem, was er sagt. Das ist Tatsache. Und du siehst, der schimpft auf andere und guck mal, ich hab Alpha-Jacke, ich hab Handy, ich hab Goldkette, ich hab das und was weiß ich. Dabei besitzt das, was du besitzt, ist nichts. Weil der Prophet a.s. sagt, zwei Rekka in Fajr-Gebet. Die zwei Rekka, die wir beten im Morgensgebet, sind mehr als die Dunja und was in der Dunja ist. Schau mal, was der Prophet aus ihm gesagt hat. Was, du hast Goldkette, das sind alles und nichts, bedeutet gar nichts. Es gab Menschen, die haben mehr als du gehabt. Und sie haben es versucht, sogar mitzunehmen in den Grab. Sie haben sich damit vergraben lassen, Pharaonen und andere, Könige. Und was hat man später gemacht? Ausgegraben. Und hat sich das Gold genommen, hat sich das Besitz von denen genommen. Und die Leute haben sich dann als Archäologen mit großem Erfolg gemacht, durch dem, was sie mit ins Grab genommen haben. Versteht ihr, liebe Geschwister? Es ist einfach eine Tatsache und jeder von uns weiß das. Jeder von uns ist dessen bewusst. Schau mal, Achi, guck mal, schauen wir auf unsere Brüder und Schwestern auf der Straße, wie die sich verhalten. Als Gastgeber in diesem Land. Als ein Muslim, der hier durch die Straßen geht. Wie repräsentieren sie den Islam? Ach, ich habe eine Dokumentation gesehen über Discogänger und über Diskotheken und welchen Erfolg und welchen Effekt sie auf Leute haben. Da zeigen die ein türkisches Mädchen. Und ich gehe mal davon aus, dass sie Muslima ist, weil sie in ihren Sprüchen auf Allah geschworen hat. Die sich schlimm verhalten hat. Ich weiß, was sie gemacht hat. Und die sollte rausgeworfen werden. Dabei sollte sie Allah danken, dass sie rauskommt. Und die sollte rausgeworfen werden. Dann sagt die, ich töte euch, Wallah, Billah, und so ein Theater machen. Ich denke mir, Allahu Akbar, voll die Mu'mina, voll die gläubige Frau. Weißt du, was ich meine? Ach, jetzt will ich so, die will sagen, guck mal, diese Nicht-Muslime wollen mich rausschmeißen und ich schwöre bei Allah. Das schämst du. Normalerweise musst du dich schämen, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir gerade dabei zusieht, in welcher Situation du dich befindest, in welchem Ort du dich befindest, während die besten Orten auf dieser Erde die Masajid sind. Die Moscheen für Allah subhanahu wa ta'ala, vielleicht hast du nie betreten, vielleicht bist du nie da reingegangen, vielleicht weißt du nicht mal, wie eine Moschee von ihnen aussieht. Vielleicht kannst du nicht mal das Gebet verrichten. Vielleicht kannst du nicht mal sagen, wer ist Allah, aber du schwörst auf seinen Namen. Und du betitelst dich mit der Religion, die Allah gehört. Du nennst dich Muslim. Aber wenn ich dich frage, wer ist Allah, vielleicht wird sie nicht wissen. Wenn ich sage, wer ist der Prophet von Gott, vielleicht wird sie den Namen nicht kennen. Und das wäre eine Schande. Wenn ich sage, was bedeutet Islam? Vielleicht würde ich sagen, ja, Hajj fahren, wenn ich 50 wäre. Mein Vater hat 50 Hajj gemacht. Haben viele Leute zu mir gesagt. Ja, mein Vater, ach, weißt du, wenn ich auch 50 wäre, ich mache auch mit 50 Hajj, dann ist alles vorbei. Das ist Schaitans Falle, ach.
Wer hat gedacht, dass du 50 wirst? Ich habe Freunde, die sind mit 18 gestorben. Muslime. Wir haben Freunde, die sind mit 24 gestorben, mit 27 gestorben, mit 30, mit 12, mit 13, mit 16. Mit jedem Jahresalter, die du kennst. Leute, die wir kannten, die uns nahestanden, die sind von diesem Leben gegangen, die vielleicht diese Gedanken gehabt haben. Ich mache mit 50 Hajj und dann komme ich zurück, dann ist die Welt wieder in Ordnung. Aber Allah subhanahu wa ta'ala das Herz nicht kennt. Das ist eine Falle vom Shaitan. Jeder, der so denkt, ich mach, irgendwann mache ich. Ja, aber du weißt doch gar nicht, ob du morgen überlebst. Und ich gebe dir folgendes Beispiel. Warum auch wichtig ist, liebe Geschwister, diese Leute zu ermahnen und dass wir uns selber ändern, wenn wir diese Fehler bei uns finden. Und allgemein, das ist auch allgemein, nicht nur in den Charakter, allgemein in der Anbetung gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, dass man Allah subhanahu wa ta'ala nahekommt, ist es wichtig, dass wir uns verändern. Allgemein. Ich weiß, wir sind nicht perfekt, wir machen alle Fehler, mit hundertprozentiger Sicherheit. Ich mache Fehler und jeder, der hier im Saal drin ist und jeder, der gerade zuhört, der macht Fehler. Gibt es keinen Fehlerlosen unter uns. Und es werden Tage kommen, wo wir schwach sind, Tage, wo wir stärker sind. Wichtig ist, dass wir mit dem Islam sterben. Wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt in seinem Buch, Ya ayyuhalladhina amanu, taqullaha haqqa tuqatihi, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O die ihr glaubt, fürchtet Allah, wie man ihn fürchten muss, mit einer geziemenden Furcht und stirbt nicht anders denn als Muslime. Das ist die Wichtigkeit. Nun, liebe Geschwister, das Wichtige daran, für jeden Einzelnen, liebe Geschwister, der Allah subhanahu wa ta'ala nachkommen möchte, will, der Allah subhanahu wa ta'ala, der auch sich verbessern möchte, der seine Ibadah verbessern möchte, der sich überhaupt allgemein jeden Tag als wichtig sehen möchte, ist zu gedenken, dass wir jeden Tag sterben könnten. Jeden Tag. Ich bin heute mit den Brüdern heute hier angekommen. Keiner garantiert mir, dem Bruder Abu Adam, Abu Awiya, einen von euch, dass wir nach Hause ankommen. Keiner kann uns das garantieren. Aber wenn einer sagt, 100%, fährst du einfach diese Straße, dann schaffst du es. Nein, keiner kann garantieren. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich gebe euch ein Beispiel von zwei Mädchen. Salam, kein Problem. Ich gebe euch ein Beispiel von zwei Mädchen. Ein Mädchen nah zu Hause, ein anderes Mädchen weit von zu Hause. Ein Mädchen so sicher im Leben, die sagt sich, mir passiert gar nichts. Ich komme gleich nach Hause, morgen treffe ich meine Freunde, bla, etc. Das andere Mädchen über die Wolken im Flugzeug. Wo, wenn irgendwas da passiert, ach, und der Kapitän sagt, wir stürzen ab, jeder schließt mit Leben ab. Jeder spricht seine letzte Bittgebete. Jeder wird gläubig. Jeder denkt an Gott, jeder denkt an das, was er gemacht hat, an Leute, die ihm wichtig waren. Nun, ein Mädchen über die Wolken, ein Mädchen auf dem Bürgersteig. Schau mal, die ist nah, so, die hat Boden unter den Füßen, wie man sagt. Die ist nah von zu Hause. Vielleicht kommt gleich, denke ich, gehe gleich nach Hause, ist mit ihren Freunden am Reden. Das andere Mädchen über die Wolke, das Flugzeug stürzt ab, wirklich. Das Flugzeug ist am Abstürzen. Während des Absturzes denkst du an Leben? Denkst du, ja, morgen, okay, wir stürzen gerade ab, aber ich hatte noch morgen eigentlich noch eine Verabredung gehabt und ich wollte noch was machen. Keiner wird so denken. Nur jemand, der Majnun ist, der verrückt ist. Jemand, der nicht mehr alle Tassen im Schrank hat, der vielleicht so denken. Vielleicht würde er die Stewardess verlangen, Kaffee serviert bekommen wollen oder sowas. Das sind Menschen, die vielleicht aber nicht mehr da sind in diesem Leben, klar. Aber ein Mensch mit Verstand, ein Muslim würde sagen, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, damit er von diesem Leben geht. Er würde an seine guten Taten denken, er würde an seine Leute denken, um Vergebung bitten. Nun, das Flugzeug stürzt ab in den See hinein. Das Mädchen auf dem Bürgersteig, liebe Geschwister, redet mit ihren Freunden und will über die Straße gehen, nach Hause. Schau mal jetzt, die eine, ihr Weg zu Hause ganz kurz und sicher, wie jeder denken würde. Die andere stürzt vom Flugzeug, die ist am Stürzen, Abstürzen und die denkt, ich nehme meine Familie nie wieder, ich sehe kein Leben nie wieder, ich bin vorbei. Aber es passiert genau das Umgekehrte. Die Mädchen haben ungefähr dasselbe Alter. Das eine Mädchen im Flugzeug überlebt als einzigste. Das Flugzeug stürzt ab, alle sterben. Das ist das Flugzeug, was Richtung Jemen war, französisches Flugzeug, wo danach Palaver gab es in den Flughäfen etc. Das wieder bestimmt wieder mitbekommen. Das eine Mädchen hat überlebt. Habt ihr mitbekommen? Am selben, guck mal, ich war im Internet und im selben Moment sah ich Nachrichten, dass ein Mädchen, ein anderes Mädchen in Amerika gestorben ist. Sie war auf dem Bürgersteig, sie hat mit ihren Freundinnen geredet oder Freundinnen und dann ist sie über die Straße gegangen, wollte nach Hause und da kam ein Polizeiwagen mit viel Geschwindigkeit, weil die hinter jemand anders war, hinterher waren und hat sie überfahren und starb. Guck mal, die eine hat mit dem Leben abgeschlossen, die andere denkt noch ans Leben und doch ist das Ergebnis umgekehrt. Die eine beginnt das Leben weiter, bei der andere hört das Leben auf. Wo bleibt die Zeit jetzt für Hajj mit 50?